So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, get ready to rumble. Es ist Mittwoch, der dritte Handelstag der Woche. Ich hoffe, man kann mich gut verstehen, den Bildschirm gut sehen. Ich sehe jetzt hier gerade auf Facebook nur einen schwarzen Schirm. Das heißt, von der Seite her, bitte mal kurz eine Info, ob Ton und Bildübertragung gut sind. Auf alle Fälle von mir, wie immer, die Einladung, alle, die hier live zuschauen und eine Frage zu dem einen oder anderen Chart haben, einfach hier posten auf Facebook und dann können wir direkt in die Charts mit hineinschauen. Ludger, Alexander, Elena, Fernando, einen wunderbaren Tag. Ich hoffe, er ist auch sonnig und nicht verregnet, aber kühl ist es hier bei uns. Also wir haben heute Morgen 1 Grad gehabt, es ist schon richtig, richtig frisch, aber das ist nicht so schlimm. Denn wir gucken ja hoffentlich im Warenhandelsbüro auf die Charts. Und bevor wir das machen, sollten wir wissen, dass der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin zu Verlusten führen kann. Sie riskieren, ihr investiertes Kapital zu verlieren. Das ist Nummer 1. Nummer 2, bevor wir traden, sollten wir natürlich wissen, was so los ist. Also, welche wichtigen Nachrichten gibt es heute? Und da stelle ich ein Ereignis ganz, ganz groß in den Raum. Die FED, ja, wir sehen es, 20 Uhr und 20.30 Uhr heute auf der Agenda. Wir bekommen von der FOMC einiges an Informationen, die Wirtschaftsprojektionen, ein Statement, den Zinsentscheid und die Pressekonferenz. Alles ab 20 Uhr deutscher Zeit. Bleibt megamäßig spannend. Was ist draußen? Erwartet wird sozusagen eine Zinserhöhung. Punkt. Die scheint im Markt schon drin zu sein. Aber worauf der Markt hört oder wartet, ist ganz einfach, was sind die Äußerungen der FED? Also das heißt, wie stellt sie sich weiter auf? Wie geht es weiter mit den Zinserhöhungen? Wie schnell sind die Schritte, die nächsten Schritte hier auch? Wir hatten das schon das ein oder andere Mal beleuchtet. Ein zu forscher Zinsanzug könnte der Wirtschaft schaden. Ein zu lasche Entwicklung hier an dem Zinsmarkt könnte auf der anderen Seite wiederum sagen, oh, die Wirtschaft läuft vielleicht doch nicht so gut. Also Sie sehen, es gibt haufenweise Wenn und Aber, bla bla bla. Wir lassen uns einfach mal überraschen, was der Markt daraus macht. Auf alle Fälle, das ist heute, glaube ich, der wichtigste Punkt des Tages. Was noch wichtig ist, um 16 Uhr, Thema Verkäufe neuer Häuser in den USA und um 16.30 Uhr gibt es hier die aktuellen Rohöllagerbestände in den USA. Soweit zu den wichtigsten Nachrichten aus Deutschland, Europa und den USA. Sie sehen heute, der Markt ist absolut US-dominiert, zumindest was die wichtigsten Nachrichten angeht. Und damit würde ich sagen, gehen wir mal in die Charts rein. Der ein oder andere mag es schon gesehen haben heute. Ich habe mich gestern bzw. heute Morgen beim Marktscan so ein bisschen mal umgeschaut, was es so an sehr, sehr interessanten Bewegungen gibt. Und da bin ich aufmerksam geworden auf die schwedische Krone. Die habe ich gleich zweimal heute im Petto. Einmal in Zusammenarbeit mit dem Euro, das zweite Mal mit dem US-Dollar. Nun kann man fragen, wieso macht er das denn? Es ist einfach interessant, weil in beiden Währungen, also jeweils zum Euro und zum US-Dollar, sieht das Chartbild nahezu identisch aus. Das heißt hier, wir haben scheinbar zwei relativ gleich starke führende Währungspaare. Das heißt, der Euro und der US-Dollar sind jeweils die starken Paare. Die schwedische Krone ist hier das Zünglein an der Waage. Und hier ist es jetzt spannend zu sehen, was passiert. Wir haben jetzt zwei verschiedene Faktoren. Das heißt, wir haben zwar die eine Grundwährung, die schwedische Krone, bei beiden da. Das heißt, wenn die Stärke der beiden führenden Währungen gleich bleibt und entsprechend hier die SEK wieder sich in die andere Richtung bewegt, dann kann das den Chart nach oben bewegen. Und zwar in beiden Währungen. Wenn allerdings jeweils die führenden Währungspaare ihre Stärke oder ihre Position ändern, dann kann das in einem der beiden Charts zu Bewegung führen, während in dem anderen Chart alles gleich bleibt. Deswegen habe ich heute einfach mal beide auf der Uhr, um mal zu schauen, was hier an dieser Stelle auch passiert. Wir starten hier mal mit dem Stereo Trader, mit dem Blick auf den Euro SEK. Ah, ich sehe gerade, der Fernando schreibt, er lässt die Finger heute raus. Ja, das ist eine gute Idee, gerade weil, wenn wirklich wenig Bewegung kommt, wir haben das ja gestern gesehen an den Märkten, da war wirklich nicht so dolle viel rum. Und wenn wir nur flache Bewegung haben, wo soll man da denn irgendwas zum Traden herbekommen? Da ist einfach nichts da von der Seite her.
Das kann eine gute Entscheidung sein, einfach mal abzuwarten, was die Märkte machen. Und dann, wenn sie sich positioniert haben, dann können wir einfach reinfassen. Genau wie ich das auch immer sage, erst die Nachricht, dann der Markt, dann wir. Anton, guten Morgen. Schön, dich auch hier mal wieder dabei zu haben. So, okay, nun an dieser Stelle weiter geht's mit dem Euro-SEK hier im Tageschart. Wir sehen entsprechend den Markt hier. Ich habe es mal eingezeichnet. Das hier ist der große übergeordnete Richtungstrend. Der wurde jetzt extrem tief korrigiert. Wir hatten jetzt eine lange, lange Zeit von Kursrückgängen. Wir sehen hier untergeordnet sogar den entsprechenden Abwärtstrend. Der ist jetzt in seiner Korrektur. Aber in Bezug auf das, was wir hier drüben gesehen haben, ist das jetzt eine interessante Situation, weil wir sehen das hier unten. Wir gucken uns das gleich auch mal im Stundenchart an. Im Stundenchart wollte der Markt hier oben über die 10,37213 nicht so richtig raus. Ja? Das ist die eine Geschichte. Aber auf der Unterseite sehen wir ansteigende Hochs und zwar schon sichtbare Hochs. Und das, da könnte sich so eine Situation zusammenziehen, die hier Stück für Stück den Markt nach oben schieben kann. Das heißt, hier Stück für Stück nach oben bedeutet im Endeffekt, dass wir hier den Weg nach oben einschlagen könnten. Vielleicht schleicht es ein bisschen, aber es ist zumindest erst einmal eine Chance, wenn man das Große hier mal sieht, dass wir hier eine Umkehr bekommen könnten. Und wenn diese Umkehr kommt, sind wir halt relativ früh jetzt schon dabei und haben, sollte der Trend wirklich wieder nach oben laufen, gute Karten hier ein gutes Stück des Weges auch mitnehmen zu können. Heißt also hier muss es nach oben gehen. Die 10,73213 müssen überschritten werden, damit die Stunde nach oben läuft. Erste Anlaufpunkte wären in dem Moment dann die 10,40092 und die 10,42809 hier, was die Tageshoch sind. Sollte der Markt sich allerdings dafür entscheiden zu sagen, nö, guck mal hier, das ist jetzt ein Bereich, guck mal hier, das war wieder sächsisch, das ist hier ein Bereich, wo eine Widerstandszone sich bildet, also hier in diesem Bereich, beziehungsweise wenn man das hier oben als Widerstandsbereich sehen möchte, und abprallt, das wäre dann natürlich ein Zeichen, dass der Markt erst einmal diese Abwärtsbewegung wieder aufnimmt. Das wäre dann alternativ das B-Szenario, dass der Schub nach unten auch weitergeht. Das sieht man auch in der Woche. Sehr, sehr schön, wenn man das mal sieht. Hier ist der Aufwärtsschub in der Woche und das Ganze wird jetzt hier nach unten korrigiert. Und wir springen jetzt mal von der Woche direkt in den Tag hinein hier und da sehen wir im Endeffekt das, was ich Ihnen gezeigt habe. Wir haben hier so unten den Boden, nach oben hin leichte Aufwärtstendenz und jetzt kommt es halt wirklich darauf an, dass der Markt mal drüber schwingt und dann könnte es sein, dass er hier nach oben läuft. Also das ist jetzt so dieser Drehmoment, dieser Dreh- und Angelpunkt und wenn der sich nach oben auflöst, dann hätten wir gute Karten, zumindest erstmal für einen ersten Schub auf die steigenden Kurse. Und ein ähnliches Bild sehen wir hier auch im entsprechenden Markt zum US-Dollar-SEK. Bevor ich aber den Chart aufmache, kurz, ich bekomme angezeigt, dass das öfter mal hängt. Folgendes, ich muss wieder meinen Provider anrufen. Ich habe hier eine Internetleitung, eine 100.000er Internetleitung mit 40 Mbit im Upload. Ich habe den Provider schon mal angerufen, der sagt, soweit ist alles in Ordnung, aber es scheint wieder zu hängen. Ich kümmere mich technisch drum, sobald das Webinar zu Ende ist. Ich nehme das Ganze auch auf. Das heißt, wenn das hier nicht tragbar wird, habe ich die riesengroße Bitte, schauen Sie sich das Ganze mal im Nachgang an. Ich stelle das Video definitiv danach hoch und dann kann man das Ganze anschauen und ich muss mal mich kümmern. Also das ist schade, dass der Markt hier die Leitung so schlecht momentan zur Verfügung stellt. Ich kümmere mich direkt nach dem Webinar darum, versprochen. So, wir schauen jetzt mal weiter in die Währung US-Dollar-SEK rein. Kleinen Augenblick. Ich ziehe es mal eben rüber. So, hier, zack, Steuerung M. Da geht die Marktübersicht auf und dann hier einfach die Währung anklicken mit der Maus und rüberziehen. So, einmal anklicken, rüberziehen, fertig ist. Gut, also hier haben wir US-Dollar-Schwedische Krone. Sie sehen, das Bild schaut ähnlich aus, ist auch ähnlich. Wir haben also auch hier die Situation, dass wir von unten Stück für Stück nach oben laufen. In der Stunde hier oben so ein bisschen einen Deckel drauf haben. Wir gucken uns das gerne auch in der Stunde an. Und dann entsprechend hier an dieser Stelle die 8
0,75848 als Boden haben. Das ist das, was wir in der Stunde sehen. Übergeordnet hier, schauen wir mal, haben wir den schönen großen nach oben laufenden Aufwärtstrend. Hier haben wir sogar untergeordnet einen Trend. Und jetzt haben wir hier, also der auch in die Oberrichtung schiebt, das war sozusagen der untergeordnete Bewegungstrend. Und jetzt haben wir hier von diesem großen grün eingezeichneten halt die Korrektur. Die läuft auch trendförmig, das sehen wir. Der ist stark nach unten geschoben hier, dieser Markt. Und aktuell wirklich die Situation ist hier die gleiche. Das heißt, auf der einen Seite, ich beleuchte jetzt zuerst mal die Unterseite. Wenn es der Markt nicht schafft, hier oben drüber zu gehen, dann haben wir hier unten hin entsprechend die das erste Support von 873177. Hier unten, da könnte der Markt dann noch einmal nach oben drehen. Da wäre natürlich dieses Szenario, was ich hier bespreche, komplett weg. Unten hin wäre dann natürlich noch das Korrekturtief von diesem Trend hier bei 867935. Schiebt der Markt runter, ist dieser ganze Trend ebenfalls auch erst einmal Geschichte. Da braucht man nicht weiter drüber nachzudenken. Also das hier, die Szenarien auf der Unterseite. Wir können hier wirklich abwarten, weil auch hier entsprechender Drehpunkt ist. Schiebt der Markt allerdings weiter nach oben, das heißt, setzt er hier so diese Dynamik aus der Stunde nach oben fort, weil wir sehen ja, der Markt wollte hier nicht wirklich drunter. Er hat immer wieder nach oben gekauft an dieser Stelle. Das wäre dann positiv zu sehen. Nächster Anlaufpunkt wäre dann erst einmal hier das Tageshoch vom, wann war es gewesen, vom 20.09. bei 888.426. Und jetzt der Blick in die Stunde, wo wir sehen, was hier passiert. Und hier sehen wir halt, wir haben so leichte Aufwärtsdynamik. Der Markt schiebt hier. Unten hat er so einen leichten runden Boden gebildet in der Stunde und der Markt schiebt jetzt nach oben und wirklich hier ist es wichtig, er muss oben drüber raus. Wenn er das tut, dann ist die Indikation dafür gegeben, dass der Markt nach oben dreht und wir tatsächlich ein Stück weit nach oben laufen. Also das alles hier im Euro SEK, auch das gleiche Bild ähnlich wie im, oder ähnlich, ja, similar but the same. es ist so. Der Fakt ist, wenn der Markt oben rüber schiebt, haben wir gute Karten aus einer tiefen Korrektur rein in diese übergeordnete Bewegungsrichtung zu drehen. Wenn nicht, haben wir relativ zeitnah auch die Entscheidung, ob dieser übergeordnete Trend hier bricht oder nicht. Das ist der Punkt, wo wir jetzt hier stehen. Und wir bleiben auch wieder beim US-Dollar. Allerdings, jetzt gehen wir mal wieder in den südafrikanischen Rand. Die Währung hatten wir auch schon das ein oder andere Mal. Da hatten wir auch schon Nachfragen. Und diese Nachfragen haben halt diesen Aufwärtstrend betroffen. Den hat man in der Vergangenheit. Der Aufwärtstrend läuft weiter. Und der Aufwärtstrend ist jetzt hier in einer relativ tiefen Korrektur. Und ja, der ein oder andere wird sich sagen, Mensch, der Chart, der sieht so ähnlich aus wie das, was wir gerade im US-Dollar der schwedischen Krone gesehen haben. Ja, es gibt da so diverse Ähnlichkeiten. Eine dieser Ähnlichkeiten ist zum einen die tiefe Korrektur dieser ganzen Vorbewegung hier. Nummer zwei, wir haben hier unten, Sie sehen es, die Tageshoch, die sind ansteigend. Hier oben haben wir dann wieder eine Art Deckel drauf bei 14.43174. Das ist mal jetzt so die Geschichte, wie wir sie gerade haben. Und das, liebe Zuschauerinnen, das ist das, und Zuschauer natürlich auch, das ist das, was wir hier Druck von unten sehen. Der Markt will von unten nach oben, kommt aber noch nicht oben raus. Und irgendwann wird er sich entscheiden, was hier an dieser Stelle entsprechend passiert. Das heißt, kommt es zu einer Trendfortsetzung, dann bricht er unten raus. Das heißt, dann haben wir hier sowas, ich zeige Ihnen das mal ganz kurz, da muss ich es mal kurz größer zeichnen. Wir haben dann hier sozusagen eine Art Dreieck innerhalb dieses Abwärtsschubs nach unten. Und wenn das Ding nach unten gebrochen wird, dann ist hier einfach Feierabend. Zack, dann geht es weiter nach unten und dann ist die Gefahr groß, dass wir hier unter diesem Support von 14.12.436 laufen und dann entsprechend auch noch hier diesen Ausbruchbereich hier um diese Marke noch einmal antesten. Das kann gut und gerne passieren. Das ist dann natürlich für das jetzige Szenario, was ich hier auf der Uhr habe, total gegensätzlich. Das heißt, das ist dann definitiv die Unterseite. Aber wenn dieser ansteigende Druck von unten ein Zeichen von Stärke ist, dass der Markt wirklich hoch will, dann wäre das interessant zu sehen, dass wir hier eine Umkehr bekommen und diese Umkehr könnte dann natürlich den Schub nach oben geben. Nächster Anlaufpunkt wären dann hier dieses erste Widerstandslevel um 14.62568. Der ein oder andere wird sich jetzt sagen, Mensch, Moment mal, das sind jetzt hier 1, 2, 3, 4 Kerzen, die nach oben laufen. Das könnte doch einfach eine Umkehrkerze auf der Woche geben. Und was sehen wir hier? Na klar, es gibt eine Umkehrkerze auf der Woche. Die Woche ist zwar noch nicht um, ich sage auch immer, bitte erst abwarten, bis eine Periodenkerze zu Ende ist, aber wir sehen hier schon, dass sich was ankündigt und wenn das Prozedere so weitergeht, dann bekommen wir hier eine Umkehrkerze, die uns dann hier unten im Wochenchart anzeigen könnte, jupp, jetzt geht es wieder nach oben und das wäre auch das Bild, was wir dann auf Tagesbasis sehen. Wir laufen hier schön nach hoch und die Tatsache, dass wir hier starke Schübe
durch zwei starke Tageskerzen nach unten hatten, zeigt uns ja, okay, wir sehen jetzt hier auf Tagesbasis keinen Trend. Deswegen gucken wir einfach mal in die Stunde. Und in der Stunde brauchen wir sozusagen erst einmal den Bruch dieser Trend, dieses Trendschubs hier nach unten. Und dann entsprechend den Aufwärtstrend. So, und jetzt gucken wir mal in die Stunde rein. Und in der Stunde an sich, das zoome ich mal das Kleine, damit wir mehr sehen, da sehen wir dieses Bild. Das hier ist entsprechend das trendige Verhalten der beiden Tageskerzen, das wir gesehen haben. So, wir hatten jetzt hier sozusagen den letzten Schub. Hier hatten wir das Korrekturhoch an dieser Stelle. Hier, das war das Korrekturhoch. So, da ist der Markt drüber gegangen. Dann ist er korrigiert, hat ein höheres Tief gemacht und läuft jetzt hier nach oben. Heißt also, wir sehen hier die trendbrechende Bewegung. Dann hatten wir eine Korrektur mit einem etwas höheren Hoch, minimal, aber es war höher. Und jetzt sehen wir hier das Verhalten, das der Markt nach oben schiebt. So, der tingelt hier noch ein bisschen rum, so ein bisschen wellenförmig. Aber was wir halt brauchen ist, das ist jetzt der Schub, die Bewegung nach oben. Und da müssen wir drüber. Dann haben wir hier den gebildeten Aufwärtstrend. Und das wären dann erste Indikationen, dass wir tatsächlich in die Richtung rüberlaufen, in die Aufwärtsbewegung. Und wer das Ganze traden möchte, ist halt auch an dieser Stelle relativ früh dabei. Early Birds, das ist natürlich immer so ein bisschen risky, wie man so schön sagt, weil man weiß nicht, ob was wirklich losläuft, aber das hat den Vorteil, wenn man mit einem guten Risikomanagement arbeitet, kann man sich halt relativ eng absichern und dann ein ganzes Stück des Weges mit nach oben nehmen. Das sind die Chancen, die wir hier an dieser Stelle auch mit haben und relativ früh auch den Stopp auf Einstand nachziehen. Da will ich Ihnen mal ganz kurz was zeigen in diesem Bereich. Wir hatten ja vor kurzem besprochen die gute Ausgangslage für eine Trendumkehr beim Währungspaar US-Dollar-Dänische Krone. Schauen Sie mal, das war hier gewesen und damals hatten wir gesagt, erster Anlaufpunkt sind erst einmal hier, war die Umkehr, Anlaufpunkt ist erst einmal hier, dieses Tageshoch. Und dann hatten wir hier oben drin einen Widerstandsbereich, wo man erst einmal sehen musste, was macht der Markt da? Kommt er drüber oder nicht? Weil das war so dieser Punkt. Wenn er hier drüber kommt, wird dieser Abwärtstrend gebrochen. Das wäre sehr, sehr, sehr positiv. Das heißt hier, erstes Umkehrsignal, der Markt hat es gespielt und Achtung musste halt wirklich hier oben gegeben werden, was dann hier passiert. Und hier an dieser Stelle sehen wir halt, wer früh reinkommt, kann sich eng absichern, hat die erste Chance. Spielt der Markt das nicht, hat man trotzdem auf alle Fälle die Chance gehabt, mal wenigstens einen Plus-Minus-Null-Trade zu machen. Oder aber diejenigen, die sich gesagt haben, nö, wir wollen mal nur ein Stück mitnehmen, weil hier ist noch Abwärtsschub, hier ist zwar übergeordnet noch der Aufwärtsmarkt da gewesen, aber das war jetzt Abwärtstrend. Hier der aktuelle Trend war abwärts gerichtet, stellte sozusagen die Korrektur dieses Marktes hier dar. Es kann natürlich passieren, dass der Markt wieder rumtreten. Da sagt man hier, gut, nimmt mal hier und hier einfach mal Gewinne mit, um die Schäfchen ins Trockene zu bringen. Und danach hat der Markt tatsächlich wieder rumgedreht und läuft jetzt hier tiefer. Wir können ja den Markt nicht vorhersehen, aber wir können sehen, was uns die Marktteilnehmer zeigen. Und sie haben halt uns hier eine Umkehr gezeigt. Und das war das Interessante, was der Markt dann draus gemacht hat, haben wir gesehen. Jetzt läuft die Korrektur noch tiefer, nachdem wir hier oben rangelaufen sind. Schauen wir mal, was passiert. Auch hier bei der dänischen Krone haben wir einen Markt, der hier gerade, könnte vielleicht eine Handelsidee werden. Hier haben wir einen Supportbereich um diese Marke hier und dieser Supportbereich ist momentan ein sogenannter Drehpunkt. Hier sehen wir, der Markt will nicht richtig runter und auch nicht richtig hoch. Er wartet ab. Interessanterweise, hier haben wir noch etwas unten drunter stehen. Wir gucken mal, wie der Markt bewegt. Vielleicht nehme ich den Titel demnächst mal wieder auf die Uhr mit drauf, auf die Watchlist. Mal gucken, was wir hier sehen. Auf alle Fälle interessant zu sehen, was der Markt hier allerdings macht, also aktuell macht. Aber Sie sehen halt, man braucht für jede Strategie auch den passenden Markt. Hier hat man die Strategie, kurzfristige Umkehr zu traden, mit der Chance, hier oben rauszulaufen. Hat er nicht angenommen, deswegen gab es diesen Widerstandsbereich. Deshalb erzähle ich das auch immer, dass man sich die Widerstandsbereiche auch mit anschauen muss, weil dort könnten entsprechend Gegenorders liegen, die den Markt wieder in die andere Richtung drücken. Und das ist hier auch passiert. Deswegen immer schön die Märkte entsprechend anschauen. Gut, damit ganz, ganz lieben Dank für all diejenigen, die heute bei der schlechten Internetverbindung dabei geblieben sind. Ich kümmere mich jetzt direkt um den Support beim Internetanbieter. Alle diejenigen, die den Markt hier beobachten wollen, aber das so ruckelig finden, ich stelle dann direkt das Video hoch. Ich nehme mal an, das Facebook-Video, was hier aufgezeichnet worden ist, hängt auch immer mal ein bisschen. Das heißt, ich habe hier wirklich die Bitte, gehen Sie in den YouTube-Kanal von Tickmill. In 10 Minuten sollte das Video dort oben stehen und dann können Sie sich das Ganze anschauen. Ich mache dann auch noch direkt einen kleinen Vermerk hier auf Facebook. Ganz, ganz lieben Dank für Ihre Geduld. Ich freue mich
allesamt hier morgen wieder zu sehen mit frischen neuen Handelsideen. Danach wissen wir auch, was die Fed gemacht hat, was die Fed erzählt hat. Also es bleibt spannend und wir können hier optimistisch für weitere Trades in die Zukunft schauen. Und wenn Sie traden, schauen Sie bitte, bitte unbedingt mal auf die Website von Tickmill. Ich meine, wenn Sie sich den Blog jeden Morgen anschauen, dann machen Sie es ja sowieso. Schauen Sie drauf. Alle anderen, gucken Sie mal drauf. Es ist wirklich ein sehr, sehr guter Broker mit super Konditionen, mit Top-Ausführungsgeschwindigkeit. Es gibt keine Requotes. Ich wollte gerade sagen, Sie sehen es ja hier im Hintergrund, aber Sie sehen es entsprechend hier. Wir haben einen FCA-UK-regulierten Broker, ganz, ganz sicherer Broker. Wir haben wirklich sehr niedrige Spreads, extrem schnelle Ausführung, keine Requotes und Sie können alle Strategien handeln und Sie können sogar noch mit dem Stereo-Trader handeln. All das hier auf der Website auch ersichtlich von Tickmill. Gucken Sie drauf. Es ist wirklich immer ein Blick wert und ich kenne das Team persönlich, also ich fühle mich wohl. Schauen Sie mal, probieren Sie es einfach aus. Sie können auch ein Demokonto testen. Es ist auf alle Fälle immer eine Reise wert. Also an dieser Stelle allen gute Trades und bis morgen. Machen Sie es gut, Ihr Mike Seidel. Tschüss.